Auch Dorothee und Peter Wittmer von Heartwings sind sich gewöhnt, zum Dranbleiben und nicht aufzugeben. Sie begleiten Prostituierte, die aus dem Milieu aussteigen wollen. Das ist ein harter und ein langer Weg. Aber sie finden, genau dort, wo die Ungerechtigkeit und die Unterdrückung gross ist, braucht es dringend eine Veränderung. Das ist eine ganz andere Welt hier an der Langstrasse. Und je tiefer als du runtertauchst, desto mehr siehst du nachher, was Gott wirklich hat. Wie war eben ihr Einstieg hier an der Langstrasse? Und wenn sie reif werden für einen Ausstieg, wo sie vielleicht eben sich sehnen nach einer Veränderung? Peter und seine Frau Dorothee Wittmer sind die beiden Gründer des gemeinnützigen Vereins Heartwings. Das Ehepaar setzt sich seit 15 Jahren als Streetworker für Prostituierte ein. Wenn wir durch die Langstrasse hier fahren, ist die Traurigkeit, die wir empfinden. Auch die Empfindungen, wenn ein junges Mädchen zum Beispiel mit einem alten Freier weggehen muss. Und die Blicke, wenn wir es sehen. Und ihre Augen sind so leer. Und ich spüre den Schmerz. Ich fühle sogar fast den Schmerz. Und das ist so krass, dass man einfach als Gesellschaft wegschaut, das totschweigt und sagt, das gibt es nicht. Es ist wirklich traurig und die Frauen werden nicht ernst genommen. Sie haben keine Hilfe und keine Lösung. Und darum gehen wir zu ihnen. Das Team von Heartwings will nicht nur den Frauen im Milieu helfen, sondern ihnen auch den Ausstieg ermöglichen, wenn sie dies wünschen. 2021 hat das Team mit dem Projekt Employment for Freedom im Reinigungssektor eine weitere Hilfe gestartet. Wir haben ein Arbeitsintegrationsprogramm, wo die Frauen aus dem Milieu aussteigen, wo sie in dem Reinigungsbusiness sind. Wir reinigen dort Büros und Privatwohnungen. Es sind 6 Frauen in dem Business angestellt, die jetzt in dem Ausstiegsprogramm wirklich drin sind. Boden staubsaugen und Boden aufnehmen. Ja? Okay, los. Heute ist Johanna als Begleitperson mit den Aussteigerinnen unterwegs. Durch das gemeinsame Putzen entstehen Nähe und Vertrauen zu den oft traumatisierten Frauen. Wenn du einfach mit ihnen ansitzt und sagst, so, jetzt hast du eigentlich eine Stunde Therapiezeit, jetzt erzähl mal deine Probleme, da kommt nicht viel. Aber wenn du vielleicht bei einem Kunden zu Hause bist, der hat vielleicht ein Bild von Paris aufgehängt. Und auf einmal können sie anfangen zu reden. Und dann kann es ganz, ganz tiefe Momente geben. Dann sind wir vielleicht 10 Minuten, vielleicht brüllen. Und auf einmal ist der Moment nachher auch wieder weg und wir können einfach wieder weiterarbeiten. Beim Putzen brauchst du nicht die Sprache vor allem am Anfang. Das ist etwas Einfaches zum Einsteigen. Und gibt uns die Chance, als Heartwings in einen Arbeitsvertrag zur Verfügung stellen. Später dann, wir mieten auch als Heartwings Wohnungen in einem Untermietvertrag zur Verfügung stellen, dass sie eben überhaupt offiziell mal angemeldet sind. Wer in der Schweiz bleiben will, braucht eine Arbeitsbewilligung, eine Arbeitsstelle, Krankenversicherung und einen gültigen Mietvertrag. Da beginnt für die Frauen bereits der Teufelskreis. Du kommst ja aber aus einem Land und prostituierst dich in der Schweiz aus lauter Armut. Wie willst du das Geld aufbringen, um hier in Zürich eine Wohnung zu mieten? Und die Zimmer, das fängt irgendwo bei 500 Franken an pro Woche. Das kann ohne Probleme auch 1500 Franken pro Woche kosten. Und das ist ein Zimmer, da hast du ein Zimmer, da hast du ein Bett. Manchmal hat es nicht mal eine Matratze. Dann hast du vielleicht, wenn du Glück hast, noch ein Brünneli im Zimmer. Und dort musst du schlafen, essen, anschaffen. Dass sich Dorothee und Peter Wittmer für Aussteigerinnen so einsetzen, hat auch viel mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Ich habe sexuellen, religiösen und emotionalen Missbrauch erlebt. Über viele Jahre, schon in der Kindheit angefangen, im Kinderzimmer und dann halt über Jahre, Teenagerjahre und minderjährig, als ich missbraucht worden bin. Und ich konnte nie darüber reden, weil man mir immer ein Schweigegebot gegeben hat. Dann ist es so weit gegangen, bis eben zu einem Selbstmordversuch, wo ich einfach wirklich gar keine Hoffnung hatte. Und dann in dieser Situation von dem Selbstmordversuch habe ich dann ganz fest wie Gott erlebt. Das Licht, das mir wie hat angefangen Flügel zu geben, wo ich konnte
aufblühen, wo die Sonne wieder aufgegangen ist, wo alles wieder erhellt hat in meinem Leben, wo ich wieder anfangen lachen konnte, wo ich durfte, aufblühen durfte. Wie ich in meinem Garten die farbigen Blumen. Auch Peter muss in seiner Vergangenheit lernen, wieder aufzublühen. Er erlebt in seiner Kindheit viel Ablehnung und Einsamkeit, ausgelöst durch einen schlimmen Unfall. Bei dem Unfall war es so, dass ich ein Röhrchen im Maul hatte und umgekehrt bin, aus so 2,5-Jährigen. Und dann hat das gerade eine ganz schlimme Verletzung gegeben. Und ich musste ins Spital gehen und bin dann auch von meinen Eltern getrennt worden. Und da hat bei mir einen tiefen Knacks gegeben und das Gefühl nachher, dass ich mich nicht mehr richtig anfreunden konnte. Ich hatte nachher kein Vertrauen mehr in die Menschen. Und dann bin ich mal wirklich in die freie Natur und habe zu Gott gerufen, habe geschrien, habe gesagt, Gott, ich kann nicht aus meiner Haut raus. Und da war eigentlich das erste Mal, dass ich die echte, wirklich Liebe erlebt habe, buchstäblich. Vorher habe ich auch viel gehört von Gott. Ich bin christlich aufgewachsen, aber nachher richtig gespürt und wie gemerkt, dass ich angenommen bin, eben mit meinen Ecken und Kanten. Und da hat es viel, viel Heilungsprozess gegeben, wo ich mich auch auftun konnte, mich versöhnen mit mir selber. Aber dann nachher eben auch, dass ich Hoffnung geben kann für die Leute, die wir jetzt mit ihnen zusammen arbeiten. Die erste Begegnung mit Frauen in der Prostitution haben die beiden vor 30 Jahren in Afrika. Wir haben wir beide gemerkt, dass etwas bevorsteht. Und wir haben nicht genau gewusst, was. Dann kam die Frage, ob ich Kinderunterricht geben möchte in Afrika. Ja, dann haben wir das geprüft und gedacht, okay. Doch, das ist unser Weg und sind dann auf Afrika. Und ja, es ist für uns wirklich vom Reichtum in die Armut, also wirklich ein Ausstieg und ein anderer Einstieg gewesen. Wir sind kaum verlobt gewesen, da sind wir schon nach Afrika ausgebüxt, vor 30 Jahren, haben dann dort geheiratet. Und nachher ist unser Herz dort schon ganz fest bei den Leuten, die am Rand waren. Andere haben sich in dem Hilfswerk gekümmert, um Streetboys, um Strassenkind oder um Waisenkind. Aber wir haben uns um die Frauen gekümmert, die am Strassenstrich waren von Dar es Salaam. Alle haben gesagt, das darfst du nicht, das ist viel zu gefährlich. Die fackeln euch die Hütten ab. Und wir haben sie dann eingeladen zu uns heim. Und das Schöne ist, schon dann sind 6 Frauen ausgestiegen. Und wir haben ihnen geholfen, bis sie einen Job hatten, eine Ausbildung, bis sie nachher neue Freunde hatten, ein neues Netzwerk. Und eine von diesen Frauen, die hat heute ein grosses Schutzhaus mit über 60 Kindern und jungen Frauen aus der Zwangsprostitution. Nach insgesamt 6 Jahren in Tansania kommen sie 2001 zurück in die Schweiz, weil ihre Kinder schulpflichtig werden. Zuerst arbeitet Peter als Pfarrer. Wir haben wie gemerkt, wir sollen wieder zurück. Und dann war es nochmal schwierig, weil der umgekehrte Kulturschock, wenn du wieder zurückkommst. Und ich war der Pfarrer, Gemeindeleiter in einer Kirche. Aber irgendwie habe ich nicht ganz es war wie ein Händchen oder wie ein Fuss, oder wo ich nicht reingepasst habe. Es war wie so, dass wegen unserer Geschichte unser Herz viel mehr bei den Menschen ist, die wirklich vielleicht eben außerhalb der Kirchenmauern sind. Und so sind wir nach 5 Jahren die Langstrasse gespült worden. Die soziale Begleitung der Frauen ist Teil der Integration. Das 8-köpfige Team von Hardwings organisiert Unterkünfte, Arbeitsverträge, gibt Deutschunterricht oder kleidet die Frauen in der Ladies Lounge ein. Was wir auch haben, um so ein bisschen einen Erstkontakt herzustellen, ist ein Zimmer, das wie eine Kleiderboutique eingerichtet ist. Da gibt es Schminke, Schmuck,
Schuhe, Taschen, Dekoartikel, einfach alles, was eine Frau gerne hat. Und dort dürfen sie sich einfach gratis Sachen abholen. Da dürfen wir auch Vertrauen aufbauen. Wir haben auch ein Nagelstudio, wo sie sich Nägel machen dürfen, Schälnägel. Sie müssen ja immer gut aussehen, kostet unendlich viel Geld. Gibt uns aber Zeit, wo wir haben mit ihnen, zum ganz tief anfangen zu reden. Auch anfangen zu reden über einen Ausstiegsprozess. Weil das ist so das Traurige. Mega oft sind ihre Träume wie kaputt gemacht. Sie können sich manchmal gar nicht mehr erinnern. Ich meine, schlussendlich hat ja keine Welle mit 7 in der Prostitution arbeiten. Das wünscht sich ja kein Kind. Der Ausstieg aus der Prostitution ist ein langer Prozess. Pro Jahr kann Hartwings 6 bis 7 Frauen im eigenen Projekt anstellen und weiteren bei Stellenbewerbungen helfen. 31 Frauen sind auf der Warteliste und möchten aussteigen. Victoria war eine davon, die den Ausstieg vor 3 Jahren geschafft hat. Sie erinnert sich, wie sie vor mehr als 20 Jahren ins Milieu kam. Das war traumatisch. Wir sind an einen Ort gekommen, wo viele Frauen sind. Die Wohnung war nicht schön. Um 4 Uhr wurden wir mit einem Bus abgeholt und alle in einen Club gefahren. Dort mussten wir im Minimum 10 Kunden pro Nacht bedienen. Du warst ja dann 20 Jahre in diesem Labyrinth und hast nicht rausgefunden. Du warst in einem System mit einem Psychopathen, der dich auch missbraucht hat. Wie hast du dann Hartwings kennengelernt und wie hast du dann den Ausstieg geschafft? Das war schön gewesen, denn ich betete für eine Lösung und für einen Ausgang. Wenn ich dich sehe, du bist wieder aufgeblüht. Du hast wieder eine ganz neue Perspektive. Erzähl doch ein wenig. Heute fühle ich mich frei. Ich spreche wieder mit den Leuten. Ich mag meine Arbeit und habe eine sehr schöne Wohnung. Ich habe wieder ein normales Leben. Vor vielen Jahren war mein Leben so dunkel und ich habe damals zu Gott gebetet, dass er mich nicht an diesem Ort sterben lassen soll. Jetzt Gott zeigt mir eine Freiheit. Gott hat mir eine neue Freiheit geschenkt. Diese Freiheit von ihm ist so schön und ohne Druck. Diese Nähe zu spüren ist unglaublich. Es ist wirklich schön und ich bin auch sehr dankbar für die Arbeit von Hartwings. Ich bete und träume, dass mehr Frauen aus der Prostitution aussteigen können. Wir Frauen sind nicht dazu geboren, denn wir brauchen viel Liebe und sind sensibel. Der Ausstieg aus der Prostitution kostet Hartwings jedes Jahr pro Frau um die 65.000 Franken für Begleitung, Unterkunft und Ausbildung. Doch es ist ihre Vision, noch vielen Frauen zu helfen, auszusteigen. Und wir brauchen nicht einfach nur mehr Finanzen für die Aussteigerinnen, sondern wir sehnen uns nach einem ganz grossen Haus, eine Art wie eine Basisstation, wo sie dann nachher Integration, Arbeitsprogramm, nachher auch einen Arbeitsplatz haben, wo wir vielleicht sogar ein Kunstprogramm dort mit der Dorothee malen können, dass wir alles unter einem Dach anbieten können für die, die aussteigen wollen. Also, es ist eigentlich ganz wichtig, dass man gerade vom Smalltalk in die Tiefe kommt. Wir haben Tausende von Begegnungen gehabt, hier an der Langstrasse, aber auch in ihren Herkunftsländern. Von dem her ist es sehr niederschwellig, auch, dass man mit den Leuten nachher essen und trinken, das Leben teilen. Eben, ich sage jetzt, wie Jesus das gemacht hat. Sie auch motivieren, wenn sie eine Veränderung wollen. Das hat der Pfarrer Siebel immer so schön gesagt. Die einzige Bibel, die die Leute heute auf der Gasse noch lesen, das sind unsere Leben.